Eddie Behringer ist Oliver Wellinghoff. Wer ist der Chauffeur? Der Mann, den du liebst. Er heißt Eddie Behringer und nicht Oliver Wellinghoff. Das glaube ich jetzt nicht. Die haben sich ein ziemlich dummes Spiel mit uns erlaubt. Die spinnen doch. Ach komm, Cousinchen, jetzt nimm's nicht so ernst. Komm, was soll ich aufschreiben? Gummibärchen? Unbedingt, Cousinchen. Und wenn ich eins unter Kontrolle habe, dann mein Gewicht. Guten Morgen. Morgen. Es tut mir leid, wenn ich dich gestern so gedrängt habe, mir zu verzeihen. Das war albern. Ich war albern. Und es war wirklich kein billiger Trick, um mit deinen Gefühlen zu spielen. Das hoffe ich. Dann verzeihst du mir? Oh Mann, so schlimm war es gar nicht. Ich war einfach total übermüdet. Ich wollte dich auch nicht unter Druck setzen. Ich wollte nicht, dass du mit dem Gefühl anfängst, mir ewig dankbar sein zu müssen, nur weil ich dich bei Georg durchgedrückt habe. Mich für dich eingesetzt habe. Weißt du, wo Herr Behringer ist? Ich muss ihm noch meine Unterlagen geben. Da kommt er. Guten Morgen. Morgen. Oliver, was machen Sie denn schon hier? Oh, ich habe Frau Berger nur gerade erklärt, dass es sich bei dem Personalfragebogen um eine reine Formalität handelt. Wir stellen nach dem Herzen ein. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Stimmt was nicht, Frau Berger? Es stimmt alles. Alles ist richtig. Meine Unterlagen. Gefällt's dir bei Danke. Uns? Gefällt es Ihnen? Ich weiß, das kam sehr unvermittelt, aber bitte, Bianca, du musst das verstehen. Für Sie, Frau Berger. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich dich anreden sollte, ohne Georg zu irritieren. Als ich dich vorgestellt habe, da habe ich von einer Frau Berger gesprochen. Und da wäre es irritierend gewesen, mich plötzlich beim Vornamen zu nennen. Bitte, es ist doch nur, weil wir nie wirklich Zeit gefunden haben, miteinander zu reden. Oh, meine Hände riechen nach Zwiebeln. Bianca, bitte. Oliver, ich weiß, was du für mich getan hast und ich bin dir sehr dankbar. Aber ich kann das nicht. So ein Versteckspiel, das liegt mir nicht. Störe ich? Nein. Frau Berger, sind Sie so nett, Georg zu sagen, dass er hier unten auf mich warten soll? Ich muss mit ihm reden. Es geht um ein Missverständnis. Ich werde es ihm ausrichten, Herr Wellinghoff. Alles hat seinen Platz. Alle wissen, wohin sie gehören. Herr und Frau Wellinghoff, Sophia und Oliver. Sie leben ein sicheres und geordnetes Leben. Und ich? Passe ich überhaupt in diese perfekte Welt? Meine eigene ist so zerrissen und dunkel. Oliver weiß nichts von meiner Vergangenheit, weiß nicht, dass ich die letzten 4 Jahre im Gefängnis war, eingesperrt für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe. Muss er das wirklich wissen? Jede noch so kleinste Entscheidung verändert dein Leben. Doch woher weiß man, welche die richtige ist? Wenn man es herausgefunden hat, ist es meistens schon zu spät. Meinst du das wirklich ernst? Du willst uns verlassen? Bloß weil ich einen Fehler gemacht habe? Und dann noch einen? Und noch einen? Lauter kleine Fehler? Bianca, es waren ein paar falsche Worte. Sonst nichts. Unsicherheiten. Glaubst du mir so wenig? Warum? Vertraust du deinem Herzen nicht? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Und ich glaube, ich muss dich jetzt küssen.
weiß im Moment nicht. Entschuldige. Ich wollte dich nicht bedrängen. Ich weiß. So, das hast du noch nicht gesehen. Wir müssen unbedingt dahin. Da gibt es Gürtel. Oh, dieser japanische Fummel ist einfach der letzte Schrei. Und noch hipper ist es, ihn in Paris zu kaufen, bei Ishiyama. In Paris? Wie kommst du denn auf Paris? Na, wir machen eine Wochenendreise. Die ganze Familie. Ich gehe weg von ihm. Mein Herz will zu ihm, doch meine Füße wollen nicht. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir neben mir steht und zusieht, was ich hier mache und sich wundert. Und sich wundert, dass ich gehe. Aus Angst, verletzt zu werden. Mit jedem Schritt wird die Entfernung zwischen uns größer. Mit jedem Schritt geht etwas von meinem Glück verloren. Aber ich kann nicht anders. Ich muss gehen. Dann lag ich also richtig. Du hast dich in Oliver Wellinghoff verliebt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte ihn da nicht so alleine stehen lassen dürfen. Er tut mir total leid. Quatsch. Das hast du genau richtig gemacht. Der Typ spielt mit dir. Am Anfang vielleicht, aber dann war plötzlich alles anders. Ach ja? Ab wann ungefähr? Vielleicht nach seinem Kuss. Ich habe plötzlich total Angst bekommen vor meinen eigenen Gefühlen. Will ich dir mal sagen, wie ich die Sache so sehe. Bianca, ich gönne dir wirklich alles Glück der Welt, wirklich. Aber Oliver Wellinghoff ist definitiv nicht der richtige Weg dahin. Wer einmal lügt, lügt immer wieder. Ich glaube, dass er auf besonders raffinierte Weise versucht, deine Gefühle auszunutzen. Ich gebe dir einen guten Rat unter Cousinen. Lass die Finger von ihm. Sie, ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie so darauf beharren. Das geht doch alles aus Ihren Unterlagen hervor. Ja? Das ist Ihr Problem. Gut. Auf Wiederhören. Guten Morgen. Meinst du? Ich... Hast du wenigstens gut geschlafen? Danke. Und du? Kann ich dich in der Mittagspause sprechen? Ich weiß nicht, wir haben gerade totales Chaos in der Küche. Ja, herein! Georg, was gibt's? Bärbel ist gestürzt. Ich habe sie ins Krankenhaus bringen lassen. Ich hoffe, sie hat sich nicht ernsthaft verletzt. Bianca meint, der Knöchel sei nur verstaucht. Bianca wird sie in der Küche ersetzen. Oh. Guten Abend, Herr Wellinghoff. Guten Abend. Bianca, richtig? Ja. Hier soll eine Stelle als Koch vakant sein? Ja. Wachteln auf antillischer Art, Carpaccio mit Parmesan, Artischockensuppe. Sind Sie jetzt beeindruckt? Ein bisschen. Ich kenne meine Frau. Und ich weiß, wann ihre Laune und sein Personal das Leben schwer macht. Wir kochen gemeinsam. Was halten Sie davon? Sehr gerne. Dann ernenne ich Sie hiermit zu meiner Assistentin. Natürlich nur, wenn Sie mögen. Du bist ja noch hier. Ich habe dich nicht gehört. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du aber. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich weiß nicht. Nichts passiert. Zum Glück. Thank you.
macht mir nichts aus zu warten, wenn man sicher sein kann, dass es sich lohnt. Im Gefängnis habe ich warten gelernt. Es ist eher die Vorfreude, die mich so ungeduldig macht. Sorry, Bianca. Was ist denn hier? Ich kann gar nichts sagen. Ich merk's. Bruder muss ganz schön anstrengend sein. Das ist traumhaft. Was? Einfach alles. Stimmt. Du hast einen Job. Liegst auf diesem Boot. In dieser traumhaften Natur, inmitten dieser Idylle. Das Wichtigste ist, sie vergessen. Dass du da bist. Vielleicht träumen wir ja beide. Es fühlt sich zumindest so an. Immer noch? Immer mehr. Was ist denn los? Denise, ich glaube, sie hat mich gesehen. Aus Wellinghof, das war's. Lass bitte den Kopf um, sonst sieht Denise dich. Jetzt bleib ganz ruhig und nimm die Ruder. Weißt du, wie lange es her ist, seit ich das letzte Mal gerudert bin? Du schaffst das schon. Dann ruderst du ganz langsam zum Steg und wir sehen uns später, ja? Schwach. Aber fliegt vielleicht heute besser nicht, das wäre zu auffällig. Versprochen. Hallo, Denise! Bianca? Von einem schönen Spaziergang, nur du und ich. Alles in Arbeit. Bist du schon weitergekommen? Ich sage nur so viel. Heute ist der Tag der Überraschung. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Alles, was länger als eine Sekunde dauert, kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Das Haus hat überall Augen und Ohren. Solange es keine Wanzen sind? Sind die anderen schon ausgeflogen? Bärbel und Georg sind schon los. Denise treibt sich noch irgendwo im Haus rum und ich mache nur noch in der Küche Klarschiff. Na, wie habe ich das gemacht? Hat uns seine Familie aber ganz schön Strich durch die Rechnung gemacht. Was macht ihr denn heute Abend? Ich muss richtig gut gewesen sein. Was meinst du? Alle haben frei, außer dir. Oh. Darf ich bitten?